Kinders, wir sind jetzt auf dem Weg zur Film und Comic Con Offenburg. Und ja, heute ohne Cosplay, leider. Ich habe es unter Umständen nicht geschafft, das Cosplay bis jetzt für links halten und auf der aber dafür mit so einem kleinen Make-up-Test hier. Ich kann euch schon mal sagen, es wischt sich ab und es stained as fuck. Also man sieht ja auch überall Spuren. Da auf meinem Bein sind Spuren, weil ich mich die ganze Zeit so abgestützt habe. Das Zeug ist einfach nicht zu retten. Zum Glück habe ich mir professionelle Bodypaint-Farbe bestellt. Da freue ich mich schon drauf, weil das soll ganz gut sein und nicht überall abfärben. Genau, abfärben war das Wort. Abfärben tut es nämlich alle Male und deswegen kann ich es auf jeden Fall nicht empfehlen. Aber wir sehen mal, wie das so über den Tag so wird. Aber ich glaube, ich werde es bald abnehmen, weil es geht halt echt gar nichts. Ich habe schon überall hier meine Kleidung, also Leute, just don't do it, okay? Ja, wir sehen uns vor Ort. So. So, wir sind jetzt da, ja? Also das Tattoo, das hat sich jetzt mittlerweile so ja, dezent abgelöst. Also das auf jeden Fall nicht kaufen, ist nicht Qualitätsstandard, den man haben will. Vor allem nicht auf einer Con, wo man schwitzt und dann überall mit Menschen, also auch ob das Games kommt, das geht überhaupt nicht. Ne? Also will ich auch nicht. Also der Plan für heute ist, also wir schauen bei Otterton da vorbei. Dann schauen wir bei Papers, Goldfield vorbei und bei Kayla Nyx. Und wenn ich alles noch so antreffe, ich glaube, die Marlene ist auch da. Und Fräulein Rosenrot, falls euch das was sagt. Dave! Der hat keinen Bock auf uns. Der hat auch keinen Bock auf uns, Leute. Ist das Dave oder war das da Dave? Hat Dave jetzt einen Zwilling? Hat Dave einen Bruder? Hat Dave einen Bruder? Wir müssen jetzt mal. Wir müssen da warte, Leute, Plot-Twist, das kann sein, dass hier Dave ist und dass er gar nicht Dave war. Hey, man hat denn das andere? Hä, wer ist denn der andere gewesen? Lol, Alter. Oh, Leute, das war die Fehler. Ist ja übel krass. Ich hab dich einfach nur so von hinten gesehen, weißt du? Und dann so. Freude, siehst du da. Freut mich ja. Also, eine Cosplay-Seite. Ich habe keine Social Media. Okay, also eine hier ohne Social Media. Aber sieht trotzdem geil aus. Schnell nochmal. Hier. Das ist scharf. Aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt ansprechen. Soll ich den ansprechen? Ich glaube nicht. Ich finde das eh schon sehr komisch, jetzt irgendwie mit meiner Kamera herumzulaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist als YouTuber, dann so das so professionell zu machen, ja. Das ist schon sehr anstrengend, weil man die ganze Zeit hier so in der Kamera labern muss und dann hier so Leute unterhalten und warten lassen. Also, dass man nicht komplett abkackt. So, wir suchen jetzt mal hier die Menschen auf, die wir aufsuchen wollen. Wir suchen jetzt die Menschen auf, die wir aufsuchen wollen. Ja. So, ich frage mich, wo sind denn hier diese Arctic Area? Ja, Leute, ich habe heute leider, also dieses Jahr habe ich leider keinen Start, letztes Jahr hatte ich den ja. Dieses Jahr leider nicht, ne? Aber ich hoffe, der ist irgendwo da vorne. Also ich weiß es natürlich auch nicht. Marlene! Ich bin da! Marlene! Hallo! Hallo! Wie geht das? Wie immer wenn zusammen ihr rutschiges Gesicht ausdrückt, ist was sie. Ja, du kannst es leider nicht in der Kamera sehen. Also ich mich auch nicht, aber...
Also nur so, letztes Jahr waren wir Standnachbarn. Letztes Jahr hatte ich hier auch einen Stand. Und dieses Jahr ist leider nicht mehr. Eskaliert, so rein gar nicht. Nee. so gar nicht. Die waren sehr seriöse Geschäftsfrauen. Ja, auf jeden Fall, Alter. So sieht ihr aus. Sie war gerade auf Juliette Simonet. Kinders. Kennt ihr alle schon Nick? Mein Freund sieht jetzt gerade nicht. Alter. Ich hab was Neues, ich hab gespringt heute. Der wackelt. Und bumst. Achso, ich darf wahrscheinlich nicht reinfilmen, weil es innen drin ist. Innen drin sieht super schön aus. Das war reinste Maß. Das gute Klebeband. Das war das Gute vom Aldi. Das war im Angebot. Das Gute vom Aldi. Da ist Anne. Raus. Mit den blonden Haaren. 1, 2, 3, 1. Anne. Hallo. Erinnerst du dich? Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Hallo. Warte. Ja, haben wir verstanden jetzt. So. Ich bin Fräulein Rosenrot, ich bin heute Robin. Ich habe keine Handfahrt, weil mir zu heiß ist. Ja, weil mir zu heiß. Irgendwo hier ist ein Batman. Jetzt, den habe ich adoptiert. Wo mich? Hi. Alter. Geht's dir gut? Ja. Möchtest du einen Lutscher? Guck mal, das ist halt einfach praktisch und geil. Weißt du? Du rollst einfach durch die Gegend, Alter. Der Swag ist da einfach. Eine Ewigkeit später. So, wir sind weiter unterwegs, ja. Ja, wir sind jetzt ein Teil von Juliet. Wie hieß sie nochmal? Ich vergesse den immer wieder. Tut mir leid, Marlene. Auf was sind wir auf der Suche? Nach der Lava, nach der Saya. Da vorne war sie. Wo? Kane. Hä, wo? 1:37 später. Hi. Wegen der Bewertung. Hallo. Ja. Hallo Leute, wir haben sie gefunden. Aber guck mal schnell in die Wasser. Das ist so krass, ey. Und du? Stell dich mal ein bisschen vor. Ich bin am Haro Cosplay. Ich werde jetzt gleich bei dem Cosplay-Wettbewerb teilnehmen. Und ihr findet mich auf Instagram, TikTok-Page. Wie schreibt man dich? Amparo, also AMPARO und dann Cosplay. Alles klar. Vielen Dank. Und du bist heute Miss Fortune, gell? Captain Fortune. At your service. Ah, nein! Hallo! Kayla Nix, mit der ich eine... ich darf jetzt deine Perücke nicht anfassen, aber... I know the struggles. Okay, ich mach mal so. Ja, das ist die Kayla Nix, mit der ich den Broadcast-Podcast gehalten habe, ja. Über was ist ja, wir haben nämlich mehrere gedreht und das ist halt ein bisschen durcheinander jetzt bei mir, ne? Ja, sag doch mal, wer bist du heute? Also offensichtlich... Und sie ist genauso klein wie ich! Oh mein Gott! Ich freue mich so. Alter, weißt du, ich seh immer so Cosplayer, die sind so 1,70 und ich denke mir so... Ich werde nicht mal 1,70, wenn ich Absätze trage. Ja, so geht's mir auch. Das macht sie jetzt nur, weil ich stinke. Ich habe hier so einen Make-up-Test drauf und Kiyomi Cosmetics kann ich überhaupt nicht empfehlen, Leute. Abgefärbt. Sogar auf meinem Bein, weil ich mich auch im Auto die ganze Zeit drauf abgestützt habe. Deswegen habe ich mir Cosplay erst hier angezogen. Aber ich bin halt ohne Cosplay. Also ich glaube, einfach so durch die Gegend so. Cosplay, out of Cosplay. Siehst du selber zu? Es ist warm. Jetzt ist halt die Frage. Stehst du ja einfach so rum oder was machst du? Ich werde uns jetzt gleich am Schluss zum CEO-Cosplay-Shop gehen. Ich wollte sagen, ja, CEO-Cosplay-Shop für Cosplay-Shop.
Auch wenn ihr 20 seid und ihr denkt euch, Leute, also ob ich jetzt Krebs bekomme, ich bin jung und frisch, meine Haut, die ist gerade aus der Muschi von meiner Mutter geschlüpft. Nein, Hodenkrebs. Und wenn ihr keine Hoden habt? Es ist nicht Brücke. Nee, absolut nicht. Ja. Du machst sehr, sehr viel mit einer riesen Belastung. Sei froh, wenn du es nicht hast und hält den Farben. Ja. Auf jeden Fall. So, ich gucke jetzt hier noch ein bisschen bei den